Zieh sofort deine Sachen aus! Weißt du, ich wüsste nicht, wie diese Situation noch peinlicher werden könnte. Oh, ich schon! Mondlandung! Was ist das? Bäm, 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 bäm. Ja, gute Idee, aber ich passe. Lass mich in Ruhe! Oh. Komm schon, Mann, das war gar nichts. Es muss uns so peinlich sein, dass die Feuerwehr einen hydraulischen Wagenheber braucht, um unsere Hintern zu trennen. Alter, lass mich bitte gehen. Du bist ja irre. Warte, das ist es. Irre, attraktiv, talentiert. Nein, ich sagte nicht attraktiv. Talentshow. Bewerben wir uns für eine Talentshow. Willkommen zu Elmore sucht den Superstar. Sehen Sie, wie der Anglerfisch des Ruhms kleine Fische in sein Maul lockt, indem er die blendende Macht des Star-Ruhms benutzt. Lachen Sie über geplatzte Träume. Applaudieren Sie, während wir die Idole von heute erschaffen, damit Sie sie morgen hassen können. Und jetzt zum schlechtesten Casting der Woche. Am Leben zu sein. Ihr habt einen Verlegenheitsgrad von 100.000 dW durchlebt. Das entspricht 100.000 Dad-Witzen, alle zur gleichen Zeit. Ich empfehle euch dringend damit aufzuhören, was immer es ist, bevor ihr am Ende den Schließmuskel einer 40 Jahre alten Muschel habt. Danke, Doktor, aber das reicht uns wirklich. Ich glaube, wir sind drüber weg, Mann. Ich schätze mal, wir beide müssen zum nächsten Level übergehen. Guten Abend, mein Schatz. Oh! Als ich sagte, zum nächsten Level übergehen, meinte ich das nicht mit meiner Mom! Hör zu, Junge. Ich weiß, es ist schwer für dich. Es ist eine große Umstellung. Bitte, bitte nicht! Ich bin nicht hier, um deinen Vater zu ersetzen, aber du kannst mich, wenn du es willst, du kannst mich Dad nennen. Du bist jetzt ein Teenager und du brauchst ein männliches Vorbild in deinem Leben. Du wirst jetzt zum Mann und ich weiß, du hast viele Fragen. Also lass mich dieses Gespräch mit dir führen. Also, wenn ein Mann eine Frau wirklich liebt... Wow, der war gut! Ich kann schon spüren, wie es sehr lange nachhallt. Hey, Gumball, hier spricht dein Hirn. Genießt du den schönsten Tag deines Lebens? Tja, erinnerst du dich als... Sag Hallo zu Daddy. Hey, Gumball, bist du glücklich? Tja, erinnerst du dich als... Hey, Gumball, genießt du deine ewige Ruhe? Tja, erinnerst du dich als... Warte, Moment, was ist das? Ja, ich weiß, nicht mein bester Look, nicht nötig, mir das unter die Nase zu reiben. Ich rede nicht davon, dass du wie ein mädchenabschreckendes Milchbubi-Püppchen aussiehst. Oh. Guck mal hier in der Ecke. Du siehst wie der Grund dafür aus, dass Zylinder erfunden wurden. Nein, Alter, ich meine, wir müssen uns schon als kleine Kinder gekannt haben. Da ist eine gemeinsame Vergangenheit, klar? Klar. Ich schätze mal, wir teilen Gefühle, die tiefer gehen, als wir dachten. Ich fürchte, wir können dem Unausweichlichen nicht mehr ausweichen.